Schön, dass du wieder dabei bist und dir die Zeit nimmst, um ein paar Augenblicke auch wieder über Gottes wertvollstes Wort nachzudenken. Nun, wie viel Zeit nehmen wir uns da? Das ist sehr verschieden. Zum Beispiel, da denke ich an manche Stellen im Alten Testament, wo schon alleine das Lesen der Bibel in der Versammlung, nicht das Persönliche, sondern einfach in einer Gruppe, da wo die Menschen sich versammelt hatten, nämlich da die Begebenheit, um der es heute geht, das Volk Gottes. Sie wurden zusammengetrommelt, zusammen versammelt und da hat man ihnen Gottes Wort vorgelesen. Und das dauerte 3 Stunden, also nur die Lesung. Und das war natürlich eine Marathonlesung, gell? Können wir uns nicht vorstellen, heute zum Gottesdienst zu gehen und da fängt jemand an, in der Schrift zu lesen und hört nicht auf und es geht Stunde um Stunde und 3 Stunden. Und endlich denkt man, ist es vorbei? Nein, in dem heutigen Text, da geht es noch einmal 3 Stunden weiter, aber nicht mit Lesen, sondern mit einer Retrospektive, also ein Rückblick. In dem Text Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es dort dann im Nehemia 9, da sind wir schon beim heutigen Losungstext, Vers 31, dass es war Esra, der dann anfing, diesen Rückblick zu halten über Gottes Volk und sein Verhalten Gott gegenüber, was alles andere als glorreich war und ist. Aber ich glaube, da können wir uns genauso einreihen. Wir sind, ich denke, eigentlich keine Spur besser als das, was da der Esra, von dem hier die Rede ist, der das alles aufzählt, das 3 Stunden wiederum gedauert hat. Also waren sie mindestens 6 Stunden zusammen. Nun, so lange wird es heute nicht dauern. Aber hören wir uns an, wie es dann in Vers 31, Kapitel 9 klingt, wo er dann doch sich besinnt über Gottes Güte und Barmherzigkeit. Herr, nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit deinem Volk nicht ein Ende gemacht, noch es verlassen. Kapitel 9, 31, sagt da der Nehemia. Also es lohnt sich da wirklich, dieses 9. Kapitel näher anzuschauen und darüber nachzudenken. Ja, und bei diesem Nachdenken passiert dann einiges, was nicht wahrscheinlich durch unser eigenes Denken zustande kommt, sondern möglicherweise Gottes Geist uns hier und da anstupst und Parallelen aufzeigt vielleicht. Eine ganz interessante Erfahrung. Aber schauen wir es noch ganz kurz, also wir sind noch nicht einmal bei 3 Minuten, glaube ich, wo der Herr Jesus auch etwas sagt und wo er eine Zusage macht seinen Jüngern gegenüber. Und wenn du zu seinen Jüngern gehörst, dann gilt auch dir und auch mir diese Zusage, wo er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 19, also ganz kurz und prägnant. Er lebt und ihr sollt auch leben. Und ich glaube, das hat er nicht nur jetzt im biologischen Sinn gemeint, weil sie wussten ja, sie leben ja, sie haben es ja gehört, sondern dass hier auch schon mal ein Hinweis ist auf ein Leben ohne Ende, ein ewiges Leben. Der Traum und die Sehnsucht vieler Menschen nach dem ewigen Leben oder manche nennen das den ewigen Jungbrunnen, wo sie dieses ewige Leben hier auf Erden verbannen möchten. Aber dieses Leben, von dem der Herr Jesus spricht, hat eine völlig andere Dimension. Ein Leben, das nie mehr aufhört, weil Gott nicht aufhört. Und alle, die er erlöst, und da haben wir ja gerade diese Ostertage hinter uns, die uns wieder auf dieses große, gigantische Erlösungswerk Gottes vor Augen geführt wurde. Wenn wir es erkennen, dann können wir nicht anders, als wir nur staunen und uns freuen über dieses neue und ewige Leben, das auch
jetzt unser Denken bei weitem überspringt und wir können es nur mit manch irdischen Vergleichen und Bildern einigermaßen ins Lot bringen, wie es dort sein wird. Und einen kleinen Preview oder Sneak Peek oder wie man da auch sagt, zumindest auf Englisch, bekommen wir schon einmal hier auch in der Offenbarung, wo uns gesagt wird, wie es dort sein wird und wer dort sein wird. Und zwar alle die, die durch das Blut Jesu erlöst wurden, die das, was der Jesus am Kreuz be- und erwirkt hat, nämlich unsere Befreiung von jeglicher Schuld und Sünde, damit wir in dieser Herrlichkeit, in diesem neuen Leben mit und für unseren Heiland Jesus leben können und in der vollkommenen Anbetung dort verharren, in aller Ewigkeit. Und das wird ja unbeschreiblich. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen, weil es stimmt. Also für mich ist es einfach ja eine Hilfe, weil in der Schrift heißt es ja, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und noch in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Stellt sich nur noch zum Schluss die Frage, liebst du Gott? Er liebt dich und gibt dir auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Möglichkeit, auch ihn zu lieben. Und wenn man bedenkt oder anfangen zu bedenken, was er alles für uns getan hat und tut und tun wird, dann können wir nicht anders als ihn lieben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch auch wieder einen schönen und einen guten und erfüllten und einen freudigen Tag. Servus. Du bist wunderbar, wunderbar, Jesus. Du bist wunderbar. Wer kommt dir gleich? Wer kommt dir gleich?
einzigartig. Du allein bist unbeschreiblich schön.